Mein Name ist Jascha Wichtrup, ich bin High Rocks Coach und wir haben jetzt das nächste Set für euch. Das Set besteht aus drei Übungen. Burpee Box Jumps, Pull-Ups und Kettlebell High Pulls. Für den Burpee Box Jump gibt es zwei Varianten. Einmal können wir den Burpee mit einem Step Up und Step Down machen und das gleiche gilt für die Kiste. Wir machen jetzt einmal beide Varianten vor. Jesse fängt einmal an. Der große Vorteil, den ihr habt, wenn ihr einen Step Up und Step Down macht, ist, dass ihr einfach eure Herzfrequenz und euer Tempo viel, viel besser steuern könnt. Ihr seid also einfach kontrollierter und für den Anfang die optimale Variante. Für Lukas machen wir die Kiste ein bisschen höher. Wir machen einen Burpee und einen Boxjump. Beide Wege werden also sozusagen gesprungen. Die einzigen Regeln, die ihr beachten müsst, dass die Brust den Boden berührt und dass ihr oben einmal die Hüfte öffnet. Kommen wir zur zweiten Übung in diesem Set, und zwar ein Kettlebell High Pull. Die Bewegung beginnt schon mit der ersten Wiederholung. Also wenn wir runtergehen, Spannung aufbauen. Wir schieben also den Po nach hinten und beugen uns sozusagen runter zu unserer Kettlebell. Wichtig ist, Brust raus, Rücken ist gerade. Das ist unsere Ausgangsposition. Wenn wir unten sind, haben wir einen kurzen Kontakt und ziehen dann direkt wieder hoch und nutzen unseren Rumpf, um das Gewicht sozusagen nach oben hochzuziehen. Die letzte Übung in diesem Set, und zwar der Pull. Die schwerste Variante wäre der Rope Climb. Das ist also hier das Seil hoch bis zu 4 Meter und dann wieder zurück. Die nächste Skalierung wäre ein Klimmzug. Das könnt ihr zum Beispiel optional wie Jesse auch mit dem Gummiband machen oder auch normale Klimmzüge. Bei den Pull-Ups ist es einfach nur ganz, ganz wichtig, dass wir nicht einfach in den Schultern hängen, sondern dass wir aktiv die Schultern runterziehen, um den Lat richtig schön, also diesen großen Rückenmuskel, integrieren in diese Bewegung und dann ziehen wir uns schön kräftig hoch. Rope Climb ist natürlich eine sehr, sehr schwere Übung und wer sich jetzt legless, also ohne den Einsatz der Beine, nicht hochziehen kann, kann natürlich eventuell probieren, sich Füße einzuwickeln. Die Technik dafür ist teilweise ein bisschen verzwickt und auch das sollte man ein bisschen üben. Die drei Übungen, Burpee Box Jumps, Kettlebell High Pulls und Rope Climbs oder Pull-Ups, bauen wir zusammen in einem Workout, was zwei Sets beinhaltet. Das machen wir immer in einem 9-Minuten EMOM. EMOM bedeutet Every Minute on the Minute. Und dann machen wir 3 Minuten Pause und wie gesagt, das Ganze für 2 Sets. Und jetzt seid ihr dran. Runter vom Sofa, zieht euch eure Sportklamotten an und dann sehen wir uns beim nächsten Event.